Warum ist es so schwer, emotionalen und vielleicht auch räumlichen Abstand zu den extrem narzisstischen Eltern zu bekommen? Was macht es vielleicht einfach so schwer im Alltag, aber auch generell von der eigenen Denkweise, die man da vielleicht hat? Warum wollen extrem narzisstische Eltern einen vielleicht auch gar nicht gehen lassen? Vielleicht erkennt man das auch erst auf den zweiten Blick. Was kann man aber auch machen, um da einen besseren emotionalen Abstand zu bekommen, oder räumlichen Abstand? Ich habe einige Tipps, am Ende natürlich auch wie immer drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist, dass du vielleicht auch wieder da bist. Ja, heute das Thema des emotionalen Abstands, aber auch räumlichen Abstands zu narzisstischen Eltern, das wirklich zur Herausforderung werden kann, zu einem etwas längeren Projekt sozusagen, weil es gar nicht so leicht ist häufig, diesen Abstand, auch selbst wenn man erkannt hat, dass die eigenen Eltern extrem narzisstisch sind, diesen Abstand überhaupt zu bekommen. Denn irgendwas hält einen da ständig von Geisterhand fest. Das ist keine Geisterhand, das sind häufig nicht so gesunde Dynamiken, in denen man sich da befindet. Und denen werden wir heute mal so ein bisschen auf die Spur mal verfolgen und das Ganze uns mal anschauen. Denn wenn man weiß, was einen da die ganze Zeit hält, dann kann man da durchaus auch kurz- und langfristig etwas daran ändern. Es geht auch nicht darum, gleich den Kontakt abzubrechen, darum geht es nicht, aber um für sich da auch wirklich, also das kann ein Weg sein, ja, aber man sollte für sich den richtigen Weg finden. Und diesen einen richtigen Weg, den gibt es auch nicht, sondern den ganz individuellen Weg. Und wie ihr den findet, das schauen wir uns heute an. Da helfe ich euch, dass ihr das auch hinbekommt. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, super gerne, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten jeden Samstag frischer Content. Abonniert doch super gerne meinen Kanal. Verpasst ihr hier auch kein Video mehr. Wenn das Thema interessiert, auch narzisstische Eltern, auch ein Teil meines neuen Buchs, das bei Gräf und Unzer kürzlich erschienen ist, Die Maschen der Narzissten. Ich habe es euch hier unten auch nochmal verlinkt. Auch das kann sehr hilfreich sein für alle, wie gesagt, die da so ein bisschen auch die Spur weiter verfolgen möchten. Ansonsten wisst ihr auch, keine Schwarz-Weiß-Sicht und kein Bashing. Ein einzelner Punkt macht hier auch noch lange kein extrem narzisstisches Elternhaus aus, aber schaut da echt mal hin, denn das kann ein wirklich wichtiges Thema sein, auch warum das eigene Leben vielleicht so schwierig und auch nicht so wirklich glücklich verläuft. Ja, warum ist der Abstand zu narzisstischen Eltern so schwer? Ja, nicht selten befindet man sich leider in starker emotionaler Abhängigkeit zu den Eltern. Was heißt das? Das kann heißen, dass man ständig denkt, man ist für das Glück der eigenen Eltern verantwortlich. Dass ihr ständig vielleicht zu Hause, eure Mutter hat es euch vielleicht auch schon immer gesagt, hat gesagt, ach, du bist mein größtes Glück. Wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste gar nicht, warum ich sonst hier auf der Welt wäre. Ja, es ist ein wahnsinniger Druck. Ja, ihr seid vielleicht auch gerade die Scheidung der Eltern ist durch. Ihr seid für eure Mutter auch irgendwie so ein bisschen, ja, wie der Partner an ihrer Seite die ganze Zeit. Das sagt sie auch. Du bist der Mann im Haus. Ja, und ihr seid da wirklich stark, merkt ihr auch ein starkes Verpflichtungsgefühl der Mutter gegenüber, euren Eltern gegenüber. Auch diese ganzen Wünsche, Erwartungen, die sie haben, diese bei den Eltern eben auch zu erfüllen. Man hat also eine sehr wichtige Rolle, die hat man immer bekommen, wie so ein Steuermann auf so einem Schiff. Aber das kann natürlich wahnsinnig erdrückend sein. Und das kann eben auch einem zum Verhängnis werden, diese Dynamik, wenn man tatsächlich einen gesunden, will ich mal sagen, Abstand auch zu den Eltern haben möchte, ja, seine Grenzen auch ziehen möchte oder auch räumlich vielleicht, ne, dass ihr jetzt auch tatsächlich mal endlich ausziehen wollt. Ihr seid wirklich mehr als alt genug dafür oder euch vielleicht auch einen anderen Ort mal bewegt, weil ihr mal umziehen möchtet. Das kann euch da wirklich ganz, ganz tief halten in dieser Beziehung. Man denkt, man ist für die Gesundheit verantwortlich. Auch das kann ein Punkt sein, ne, dass extrem narzisstische Eltern wieder suggerieren, sie brauchen einen so wahnsinnig. Ja? Und man selbst ist auch nur als Kind der einzige Mensch, der sie versteht und der ihnen auch helfen kann. Sie nehmen manchmal auch keine Hilfe, sogar von Äußeren. Ich meine, es gibt total viel Hilfe, gerade in Deutschland. Wir sind super aufgestellt, aber das wollen sie oft gar nicht. Nein, ich möchte nicht, dass wer Fremdes ins Haus kommt. Nein, ich möchte auch niemanden fragen. Aber sie greifen dabei immer wieder auf euch zurück. Eine große Last und ein großes Hemmnis eben auch, da wirklich emotionalen Abstand auch von eurer Mutter, Vater oder auch von beiden zu bekommen.
Das nächste kann auch sein, dass man echt immer noch auf Anerkennung hofft. Ich habe euch schon oft gesagt, extrem narzisstische Eltern, die geben einem nicht die Anerkennung, die man möchte. Man hofft da sehr, sehr häufig drauf, die Anerkennung und auch die Liebe, die man natürlich verdient hat. Aber man hat immer das Gefühl, man muss sie sich erarbeiten, aber scheitert permanent. Man denkt, wenn man jetzt Leistung bringt, dann kommt doch etwas, aber es kommt nichts. Ja, wenn man gute Noten sozusagen bringt, eine gute Karriere hinlegt, das macht, was die Eltern sich vorgestellt haben. Aber trotzdem, so richtig Anerkennung, Liebe kommt nicht. Es kommt immer ein Aber. Ja, das ist wirklich schon schön, dass du jetzt Jura gemacht hast. Aber ganz ehrlich, man kann auch noch anders abschließen, aber kannst nicht alle können eben. Gut. Und solche Sachen kommen immer wieder. An eurem Freund wird auch kein gutes Haar gelassen. Immer wieder ein Spruch, weil er irgendwie eurer Mutter nicht gefällt, wie er rumläuft. Ja, es muss doch eigentlich auch nicht sein. Aber anstatt da eure Konsequenzen zu ziehen, wenn sie euch so schlecht behandeln, bist du so, dass du denkst, naja, wenn ich jetzt da aber den Abstand zu meinen Eltern habe, vielleicht kommt ja doch noch was. Und dann verspiele ich das. Wenn ich jetzt eine Grenze setze, dann kommt das ja potenziell nie. Vielleicht wäre da noch was und das kann sein, dass einen das wirklich lange, lange hält. Man hofft eben, habe ich eben auch schon gesagt, ne, auf Liebe, wenn man sich zurückzieht, gleicht das auch einem Aufgeben. Das kann auch sein. Ne? Das Gefühl kann sehr stark sein, dass man dann sagt, ja, ich gebe jetzt sozusagen auf, ich kämpfe irgendwie nicht mehr. Und das geht natürlich, weil das ist ja etwas, wo ihr auch ein Leben lang drauf gehofft habt, wenn ihr so aufgewachsen seid als Kind, ne, auf Liebe und Anerkennung. Und da geht natürlich, das geht tief und das kann euch wahnsinnig hemmen, da wirklich sich weiterzuentwickeln. Sie lassen einen auch echt nicht los. Ne, extrem narzisstische Eltern hängen sozusagen an einem, ja, suggerieren das auch oft. Also was ich eben gesagt habe, man ist lange einfach nicht ausgezogen, wenn ihr mal genau hinguckt. Ne, man ist ewig zu Hause gewohnt geblieben, das ist das eine. War wie gesagt Partnerersatz für Vater oder Mutter, die vielleicht verwitwet waren, geschieden waren, sich auch immer als Opfer dann dargestellt haben, aus dieser Ehe irgendwie auch. Und man selber hat dann so eine gewisse Rolle auch übernommen. Es wird immer schwerer, natürlich muss man auch sagen, mit dem Alter dann auch auszuziehen. Man kann vielleicht auch nur in die Nähe ziehen von dem Vater, von der Mutter, gar nicht weit weg, weil man so eine emotionale Verpflichtung vielleicht auch fühlt. Und die neuen Partner sind eben auch alle nicht genug. Auch das ist etwas, was da so reinspielt, dass man dann da wirklich in dieser emotionalen Abhängigkeit und auch örtlichen Abhängigkeit, ne, auch wirklich bleibt. Ist man weg? Wagt man es mal, sich quasi daraus zu entwickeln, in leichten Schritten, dann melden sie sich ständig. Auch das ein Phänomen, ne? Man hat einen Schritt weggewagt und plötzlich ja, melden sie sich wieder. Es passieren entweder irgendwelche Katastrophen, dass ihr immer wieder angerufen werdet, oh, kannst du nicht mal oder ach, es wäre schön, wenn ich jetzt nicht so alleine wäre. Also sie wissen natürlich auch, sie kennen euch, wie sie es schaffen, euch wieder auch zurückzuholen. Und ihr fühlt euch sofort verpflichtet, auch das kann etwas sein, wenn sie natürlich immer wieder auftauchen. Ne? Ihr habt vielleicht jetzt auch einen neuen Freund, der wohnt weit weg, ihr seid da jetzt hingefahren, ihr freut euch wirklich total auf dieses Wochenende und habt jetzt mal diesen Schritt gewagt und zack, ruft eure Mutter wieder an, weil mit ihrem Auto wieder irgendwas kaputt ist und ihr organisiert von, wie gesagt, bei eurem Freund da wo ganz anders organisiert, alles für eure Mutter. So sind sie, tauchen sie quasi wieder auf. Auch das macht es natürlich schwer, sich da wirklich seinen eigenen Weg auch zu gehen. Sie schaffen manchmal auch einen Einstieg, muss man sagen, versuchen den auch über Umwege. Ne? Das heißt, sie ihr habt vielleicht auch nicht mehr so viel Kontakt gehabt und dann habt ihr irgendwie ein Kind gekriegt. So. Und dann denkt ihr, habt ihr vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gehabt, naja, ich zeige meiner Mutter jetzt wenigstens mal das Enkelkind so. Ja, ja, und da, das ist für die oft ein Einstieg auch wieder, um sich wieder so ins Gedächtnis zu rufen und um da auch wieder sozusagen diese Abhängigkeit aufzubauen. Das heißt, dass eure Mutter plötzlich sagt, oh ja, ganz lieb zum Enkel ist und permanent präsent ist. Also sie taucht dann plötzlich immer wieder auf, sie übernimmt auch Aufgaben, sie entlastet euch auf der einen Seite, aber ihr merkt auch, boah, ihr seid da wieder voll drin und seid wieder voll in dieser emotionalen Abhängigkeit. Sie stresst euch auch voll und nicht nur das. Mittlerweile ist die ganze Kinderbetreuung darauf aufgebaut. Auch das kann es dann wirklich auch schwer machen, sich da dann zu emanzipieren und dass man auch wieder quasi zurückgeholt wird, eine große Gefahr manchmal auch. Ne? Dann auch der Gedanke, ich war ja auch nicht immer nett und ich tue meinen Eltern hier auch echt Unrecht. Ne?
Das schlechte Gewissen, das meldet sich, wenn ihr mal anfangt, Grenzen zu ziehen, emotionalen Abstand auch etwas mehr zu bekommen, auch vielleicht weggezogen seid. Dieses schlechte Gewissen ist irgendwie permanent da. Ne? Da sind so Worte von deiner Mutter vielleicht auch. Eine Mutter hat man nur einmal. Ne? Man muss doch im Alter für seine Eltern da sein. Ja? Und dann auch dieses familiäre immer, Blut ist dicker als Wasser, wir müssen noch zusammenhalten. Wenn nichts mehr hält, dann doch zumindest die Familie. Das sind so Sachen, die immer da sind, in diesem Kopf bei dir präsent, auch nachts manchmal. Du hast echt schon Albträume davon. Und das einfach nur, weil du jetzt etwas mehr deinen Weg gehst. Ich werde sie nie wiedersehen. Dabei kann ich ohne meine Eltern nicht leben. Das kann eben auch sein, dass der Gedanke an ein Leben ohne die Eltern zu leben wirklich unerträglich einfach ist. Ne? Du denkst halt auch, es geht eben nur mit oder ohne sie sozusagen, weil so bist du ja auch aufgewachsen. Wenn du so im extrem narzisstischen Elternhaus aufgewachsen bist, dann denkst du halt, okay, entweder mache ich für meine Eltern jetzt mit, so wie sie sind, oder sie werden mich für immer verstoßen quasi. Es wird einen großen Bruch geben. Und das macht dir enorm Druck. Ne? Und dein Vater, und das ist auch etwas, was vielleicht in deinen Gedanken ist, ne? Du hast einen narzisstischen Vater und die Eltern sind so anstrengend. Es tut dir auch echt nicht gut, tut deiner Ehe auch nicht gut, weil sie sich immer einmischen und würdest gerne mehr Abstand haben. Aber dein Vater, diese Geschichte ist immer in deinem Kopf, wenn er erzählt, boah, bei den Meyers, ne? Bei den Meyers, da ist der Sohn jetzt nicht auf der Geburtstagsfeier vom Vater gewesen. Der hatte Geburtstag, runder Geburtstag war das, nur weil er vor 4 Wochen ein Kind gekriegt hat und da jetzt irgendwie 4 Stunden mal mit dem Kind durch die Gegend fahren, das kann man doch wohl mal machen. Wo ist denn das Problem? Was sind denn die Kinder heute? Was machen die denn heute mit den Kindern? Ja, da bräuchte er bei mir bräuchte keiner mehr auftauchen. Ja, und so ist es halt, dass du auch weißt, wenn du halt, wie gesagt, an ganz vielen Punkten nicht so agierst, dein Vater macht das. Der kann da eiskalt eben auch sein. Davor hast du auch Angst und dann hast du totale Angst, deine Familie zu verlieren, wenn du da jetzt deinen Weg gehst. Die Familie muss doch zusammenhalten und es war doch auch nicht alles schlecht. Ne? Ja, das Problem ist, dass Narzissten einem häufig genau das suggerieren wollen und es auch erst einmal so ein bisschen so scheint. Ne? Wir gegen den Rest der Welt, die aufopfernde Mutter sind so klassische Sachen. Ne? Dabei hat die Mutter einen, auch wenn man genau guckt, echt oft auch mal ans Messer geliefert sozusagen. Ne? Sie hat einen vor dem Vater abgewertet, mit dem Vater abgewertet, hat einen wirklich auch lächerlich gemacht. Vielleicht erinnerst du dich noch, du hast Gitarrenunterricht bekommen irgendwie und du warst nicht die große, weder die große Gitarrenspielerin noch Sängerin, aber deine Mutter wollte das nun mal ganz gerne, dass du das machst. Und sie wusste auch, dass du immer nicht so der Typ für große Auftritte bist. Du bist eher schüchtern immer gewesen und dann diese Horrorvorstellung, dass damals musstest du vor ihren Freundinnen, die war zu Besuch, da musstest du kommen, solltest dann plötzlich singen und Gitarre spielen und dir ist wirklich, du hast ganz schief gesungen und auch die Griffe haben nicht richtig funktioniert. Und deine Mutter hat wirklich nur gelacht und hat gesagt, naja, ob unser Geld da so gut angelegt ist. Und es war für dich so beschämend und schrecklich. Und dieser Moment ist irgendwie immer noch bei dir präsent. Du hast bis heute Sorge bei Auftritten. Du kriegst Schweißausbrüche. Das ist für dich der absolute Horror, weil du dich vielleicht auch immer wieder daran erinnert fühlst. Aber trotz allem denkst du dir, naja, es war doch aber auch nicht alles schlecht, denn sie hat doch auch immer ein warmes Essen gemacht, was deine Mutter immer groß feiert. Und so sind diese schrecklichen Momente aber immer aufgegolten mit den Momenten, die doch so toll waren. Und das ist für dich ganz, ganz schwierig. Und auch, weil deine Familie immer sagt, naja, die Familie muss doch zusammenhalten. Ich habe euch das letzte Woche auch schon gesagt in dem Video, dass das oft auch noch ein kulturelles Ding manchmal durchaus sein kann, ne? Dass ihr da eben auch Probleme habt, gerade in so Kulturen, wo die Familie wahnsinnig Mutter, Vater, so wahnsinnigen Status einfach auch haben, sich davon dann so ein bisschen ja, zu distanzieren, im gesunden Maß und auch der Familie einen gesunden Abstand zu bekommen, das kann wirklich, wirklich schwierig sein. Und dann tendiert man vielleicht eher dazu zu sagen, naja, aber ist doch auch ganz gut, wenn man die Familie auch hat, aber dabei kann einen das auch ganz schön
behindern in der eigenen Entwicklung. Es können große Ängste sein, die man da auch vor Narzissten hat. Da könnt ihr mal schauen, da habe ich euch auch ein Video, wie gesagt, letzte Woche gemacht, das ganz interessant ist, dass man keine Angst mehr vor Narzissten hat. Ne? Ich packe es euch einfach mal hinten rein, schaut es euch total gerne im Anschluss auch einfach mal an. Ihr fühlt euch total undankbar, ne? Wenn ihr jetzt denkt, okay, ich wollte jetzt emotionalen und sonst auch Abstand haben, denkt ihr, okay, jetzt denkt ihr, lasse ich die total im Stich. Jetzt lasse ich die im Stich und meine Schwester ja auch, weil die ist jetzt ja dann diejenige, die sich um die Eltern noch mehr bemühen muss, kümmern muss. Das fühlt sich schlecht an. Ne? Mit dem schwierigen Vater wurde es sowieso schon immer schwieriger. Jetzt mit dem Alter, jetzt lasst ihr eure Mutter im Stich, denkt ihr vielleicht. Ne? Dann der psychisch kranke Bruder, der jetzt erst wieder eingezogen ist. Die Probleme, die immer größer wurden. Wenn ihr jetzt da Grenzen zieht, ja, wie ist das dann? Ist das vielleicht auch etwas, lasst ihr die dann auch einfach im Stich? Das kann etwas sein, wo ihr euch ganz schlecht fühlt und was euch durchaus auch da hemmen kann. Ne? Sie hatten es doch früher auch nicht leicht. Ne? Man entschuldigt eben dieses schlechte Verhalten der extrem narzisstischen Eltern ganz, ganz oft. Das ist ein Automatismus, den man wirklich auch gelernt hat, weil die Eltern einem das auch so beigebracht haben, dass sie sowieso immer die Leidtragenden aller Dinge sind und dass sie ihr Bestes auch geben, obwohl das gar nicht der Fall war. Und das ist dieser Automatismus, den man dann schon verinnerlicht hat. Oftmals ist es so, dass eure Mutter vielleicht auch immer wieder in gewissen Momenten anfängt zu weinen, ja, in so nahen Momenten, die es vielleicht durchaus gibt. Und dann erzählt sie, wie schrecklich ihre Kindheit vielleicht auch war oder selbst euer Vater auch manchmal, was er alles ertragen musste. Und das ist etwas, wo ihr denkt, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht einen Abstand noch so zu denen haben. Die brauchen mich doch irgendwie auch, die hatten es doch auch. Nicht leicht, dabei geht das alles auch auf deine Kosten. Und wie so oft ist häufig auch eben Hirn und Herz, sage ich mal, gespalten. Ne? Das heißt, wenn ihr vielleicht Dinge auch schon vom Kopf erfasst, wenn ihr euch mit dem Thema Narzissmus beschäftigt oder einfach auch anderweitig Eltern habt, die euch einfach nicht gut tun, dann ist es die eine Sache, finde ich immer, dass man das natürlich versteht. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sein Herz vielleicht das andere ist mitnehmen. Es dauert auch vielleicht deine Zeit. Du weißt vielleicht, Mutter und Vater tun mir nicht gut. Da kommen immer wieder die Abwertungen. Abwertungen, du kennst das schon, aber auch bei deinem Mann. Immer wieder wird dein Mann einfach abgewertet. Deine Tochter wird von deiner Mutter, hält sie an keinerlei Regeln, wenn sie mal aufs Kind aufpassen soll. Ja, sie bringt immer Chaos und Unruhe auch einfach bei euch in die Beziehung. Es tut eurer Ehe mittlerweile nicht gut. Du weißt das auch alles. Aber irgendwie ist dein Herz noch nicht so ganz so weit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das auch vielleicht zu erkennen. Ja? Und das Herz, das es da eben auch gibt, zu akzeptieren und da auch schrittweise mitzunehmen. Geschwister agieren für ihre Eltern, was es eben auch nochmal richtig schwer macht, oft sich emotional da auch zu trennen bzw. einfach Grenzen zu setzen. Dein Bruder versucht immer wieder anzudocken sozusagen, wenn du einen Schritt zurück machst. Ne? Da kommt dann ein Anruf von ihm, dann weißt du schon immer, oh, er ruft schon wieder an. Ne? Oh, da ist ja wieder der Timo. Ja, Mama hat viel Migräne, sagt er diesmal. Ne? Mama hat Migräne, sagt er, und du fühlst dich total schuldig. Ich weiß nicht, was ihr wieder veranstaltet habt, Schwesterherz, aber immer wieder geht es ihr schlecht regelmäßig in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, ob du das deiner Mutter wirklich immer wieder antun musst. Ich weiß nicht, was bei dir da los ist, auch in deiner Ehe, was du für Probleme neuerdings hast. Ja, aber so geht's nicht. Ja, ich bin jetzt auch beschäftigt, ich kann nicht immer ständig hier was tun. Krieg dich mal wieder ein. Ja, das sitzt. Du willst ja nicht für deine Mutter, also wir wollen der Krankheit verantwortlich sein, aber auf der anderen Seite merkst du auch, es tut dir nicht gut. Oder es kommen immer auch, ja, immer vor so dramatischen Aktionen, Events, ja, auch da kommt dann eine Info. Papa hat bald große Knie-OP. Ja, du hast sofort Angst. Angst, Operation, Vater. Nicht, dass ihm irgendetwas passiert, aber du weißt auch, wenn du jetzt da wieder anfängst, Kontakt aufzunehmen, wird er vielleicht versuchen, auch wieder kleiner Finger die ganze Hand zu nehmen. Ja, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele. Es gibt sicherlich noch mehr. Wie gesagt, vielleicht, wenn ihr auch noch was habt, was ihr vielleicht dazu beitragen wollt, könnt ihr super gerne in die Kommentare auch mal schreiben. Warum hat man aber diese Hemmungen vielleicht auch, diese emotionalen Verpflichtungen da auch, diese Verpflichtungsgefühle die ganze Zeit? Ich werde euch mal sagen, woran das liegen kann.
Das erste ist, man hat vielleicht eine bestimmte Rolle innerhalb der Familie, die enormen Druck macht. Und die hat man natürlich auch, müsst ihr auch mal gucken, die habt ihr nicht seit gestern. Also egal wie alt ihr seid, ob ihr jetzt irgendwie unter 20 seid oder über 70, 80, 100, wer weiß wie alt, ja. Ihr habt diese Rolle gehabt, lange verinnerlicht. Ihr solltet diese auch einfach haben. Die gute Stimmung, Partnerersatz, Management der Familie. Und das ist natürlich etwas, das so loszulassen, zu verändern bei Menschen, die das total doof finden. Das ist natürlich überhaupt gar nicht so leicht. Und man hat natürlich oft auch diese Hemmung, dass man glaubt, wenn man das jetzt wirklich macht, dann crasht alles, dann fährt alles gegen die Wand. Ich kann euch jetzt schon verraten, das wird nicht passieren. Aber man hat diese Angst, weil die einem Narzissten auch immer suggerieren. Man fühlt so ein komisches Band zu den Eltern. Ne, das ist ja oft so, diese Verbindung, das habt ihr auch in Partnerschaften, bei Freundschaften mit extremen Narzissten, ne, ungesundes Prinzip so zwischen Schlüssel und Schloss. Darum geht es unter anderem auch in meinem Buch. Also könnt ihr, wenn ihr dann noch ein bisschen mehr wissen wollt, auch mal reinstöbern. Da ist häufig, wie gesagt, so eine komisch enge Verbindung. Und die dann aufzulösen, das ist auch gar nicht so leicht. Man glaubt halt und hat Hemmungen, wenn man halt denkt, okay, man ist dann schuld am Unheil, was dann vielleicht über die Familie kommt, über die Eltern. Oder es gibt da irgendein Schicksal und das wird sich rächen. Also wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt mich da emotional von meinen Eltern zurückziehe oder auch sonst wegziehe oder so, dann werde ich dafür bestraft. Vielleicht gibt es irgendwo eine Macht, die mich dann bestraft. Auch das kann sein, dass ihr vielleicht das irgendwo im Kopf habt, ne? Denn man ist ja immer für seine Eltern da. Das ist so ein mantraartiger Satz im Kopf, der da immer rumschwebt und den ihr kaum loswerdet. Ihr wollt nicht enttäuschen. Ihr wollt doch auch niemanden enttäuschen. So würdet ihr vielleicht eure Eltern enttäuschen. Das kann euch hemmen. Was denken die anderen Menschen? Was denkt das Umfeld von einem? Ne? Das kann auch sein innerhalb der Familie oder auch außen, ne? Wenn die Menschen sehen, ich komme nicht mehr so oft zu meiner Mutter, dann reden die Leute, das mag sie nicht, das wollt ihr vielleicht auch nicht. Oder auch gerade, wie gesagt, in anderen Kulturkreisen, wo einfach die Familie so wahnsinnig wichtig ist und auch nach außen, so in der Community, auch das kann euch wahnsinnig hemmen. Man hat auch Angst vor Einsamkeit, auch das kann eben sein. Es ist ja ein Schritt, emotional sich da abzugrenzen, es ist auch ein Schritt, sich vielleicht wegzuziehen. Aber das ist natürlich, da bleibt viel Zeit plötzlich. Ja, und was macht ihr mit der Zeit vielleicht auch? Das ist gar nicht mal so leicht ganz oft. Aber zu dem Thema habe ich auch was mal gemacht. Und schaut mal hier oben und hier unten, habe ich euch das Video auch noch verlinkt. Man hat Angst, alleine nicht klarzukommen. Auch das kann eben sein, ne? Gerade wenn ihr in großen Abhängigkeiten lange gehalten wurdet, kann es sein, dass ihr wahnsinnig wenig Selbstwert habt und wirklich glaubt irgendwann, hey, ich bin allein überhaupt gar nicht überlebensfähig. Dabei würdet ihr wahrscheinlich sehr gut sogar klarkommen. Warum lassen einen narzisstische Eltern direkt oder indirekt manchmal auch gar nicht los? Ein paar Worte dazu, bevor ich auch zu meinen Tipps komme. Man muss sagen, das eine ist, sie brauchen einen für die eigene Stabilisierung, ne? Also Stabilisierung des Selbstwerts, den sie eben, der sehr gering ist irgendwie auch. Stabilisierung auch, wie ich finde, der schlechten Laune manchmal. Sie brauchen halt jemanden, wo sie ihren ganzen Müll, Mist und Schutt abladen können, die Sorgen sozusagen. Ne? Das heißt also, ihr seid ganz oft so wie so ein Schuttabladezentrum für eure Eltern. Das seid ihr auch schon gewohnt. Also wenn Mami anruft, dann, wie gesagt, lädt sie erstmal ihren ganzen Frust und Ärger bei euch ab. Bespaßung, muss man auch ganz klar sagen. Narzissten haben eine chronische Langeweile sehr oft und das heißt, die Kinder sind nicht selten auch einfach zur Unterhaltung gut. Ne? Das ist ja ganz oft verdreht, also dass die Kinder quasi auch gucken, was gefällt der Mami, was kann denn die Mami noch so in ihrem Alltag machen, anstatt dass die Mami das beim Kind macht. Also das ist so ganz verdrehte Welt. Und sie brauchen einen auch, um über andere schlecht zu reden. Die machen, müsst ihr auch mal darauf achten, Narzissten machen eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit über andere zu reden, weil sie häufig gar keine anderen Themen auch haben. Und da nutzen sie oft eben auch ihre eigenen Kinder als Verbündete quasi, weil bleibt ja alles in der Familie. Ja, und man fühlt sich dann vielleicht auch so vertraut mit ihnen, aber es tut einem auch nicht wirklich gut. Sie wollen das Glück und die Entwicklung der Kinder verhindern. Es ist leider auch so, extrem narzisstische Eltern sagen oft, oh, ich möchte, dass du glücklich bist, aber sie tun wirklich alles, damit es eben nicht so ist, ne?
Und denn wenn die Kinder glücklich wären, dann würden sie sich ja nicht mehr um sie kümmern, vielleicht auch um 100% oder 80% ihres Lebens, sondern sie würden ihr eigenes Glück verfolgen, ihr eigenes Leben haben. Und das wollen extrem narzisstische Eltern eben nicht. Und manchmal ist es sogar so, sie sind so frustriert und so unglücklich, dass sie denken, boah, ich bin unglücklich und warum sollte mein Kind jetzt quasi glücklicher sein? Ja, das ist häufig auch etwas, was so dahinter steckt. Sie mögen auch die Hilflosigkeit ihrer Kinder, wirklich traurig, aber wahr, ne? Dann zeigt ihnen das eben, erstmal sind sie dann noch abhängiger, ne? Und es ist auch wichtig für sie, dass die Kinder ja dann einfach so immer wieder sagen, Mama, hilf mir, kannst du mal scheitern, können das nicht. Das stabilisiert sie, sie sind wieder abhängig von ihnen. Das ist auch eine ganz ungesunde Dynamik. Wie gesagt, ihnen ist chronisch langweilig, Kinder sollen auch eine gewisse innere Leere füllen. Das ist auch diesen Druck, das ist der Druck, den man spürt. Mitunter tatsächlich ist einem diese Rolle schon als Säugling zuteil geworden. Man ist nur auf die Welt gekommen, damit da vielleicht bei der Ehe schon kurz vom Kollaps quasi dann noch ein Kind, dann wird es besser so ungefähr. Und so seid ihr vielleicht schon auf die Welt gekommen, diese Ehespannung und auch innere Leere innerhalb dieser Ehe wirklich zu füllen. Ja, und deswegen hat man diese Rolle und lassen die einen da auch nicht los. Deswegen muss man auch sagen, Kinder halten diese Ehen nicht selten auch einfach zusammen. Ja, also das ist eben auch oft der Punkt. Deswegen manchmal auch, dass die Kinder so lange zu Hause wohnen, klar ist da immer Trouble und Ärger und so, aber wenn das Kind dann weg ist, auch schlecht, weil dann ist ja nichts mehr los und das ist diese Ehe auch nicht mehr interessant. Ja, was kannst du aber nun tun, um besseren emotionalen und vielleicht auch örtlichen Abstand zu deinen Eltern zu bekommen? Da habe ich einen ganzen Schwung natürlich Tipps für dich. Ich glaube, zu schauen, für dich in so einem Tempo das erstmal anzugehen, was für dich okay ist. Ich finde immer, da gibt es kein richtig und falsch, ne? Herz und Hirn muss da eben auch zum Thema, wie viel, welche Dosis ist für mich da okay, welches Tempo kann ich gehen, vielleicht auch den Kontakt eine Zeit lang oder für immer mitunter auch abzubrechen, weil das so ein riesengroßes Thema ist und so komplex und ich da auch schon mal ein Video zu gemacht habe. Ich werde es euch hinten jetzt einfach mal reinpacken und hier unten ist es auch. Das könnt ihr euch gerne, wenn das ein Thema für euch ist, noch durchaus noch mal angucken. Sei dir bewusst, du bist eben nicht verantwortlich für das Glück deiner Eltern. Das haben sie dir vielleicht immer suggeriert, aber das ist nicht gesund, denn deine Eltern müssen schon selber ihr Glück finden, alleine, zusammen, getrennt, wie auch immer, aber das ist quasi nicht dein Job. Das nächste ist auch das dritte. Du bist Chef in deinem Leben, ja? Deine Grenzen zählen, dein Glück zählt und das zählt auch bei deinen Eltern, auch wenn sie dir vielleicht anderes suggerieren. Du bist der Chef, du sagst, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und da auch immer der Familie einen Sonderstatus zu geben, die dich vielleicht auch besonders schlecht behandelt und abwertend behandelt, solltest du vorsichtig sein. Denk doch mal, wie würdest du es jetzt machen, wenn es jetzt nicht deine Mutter wäre, sondern eine gute Freundin? Ja, würdest du da vielleicht Grenzen setzen? Das hilft manchmal auch, um da so ein bisschen klarer auch zu sehen. Hole vieles nach, wenn du sehr abhängig bist, gewesen bist, vielleicht auch schon einen Schritt rausgemacht hast, ne? Das heißt, ganz praktisch, vielleicht musst du echt einiges tatsächlich noch lernen, was du nicht gelernt hast. Bei narzisstischen Müttern oder Vätern kriegt man ganz viele einfachste Dinge mitunter nicht gelernt. Das hört jetzt total komisch an, ja? Ob das vom Wäschewaschen irgendwie ist, wie läuft das überhaupt mit Kontogeschichten, Geldsachen zum Beispiel, ja, und. Das hat man vielleicht nicht gelernt, aber das kann man durchaus nachholen und das wirklich einfach praktisch nachzuholen. Und lerne vor allem auch, wer du bist. Auch ein wichtiges Thema. Denn wenn ihr so aufgewachsen seid, ja, wer seid ihr denn? Wenn ihr euch so viel um eure Eltern immer gekümmert habt, so emotional abhängig gewesen seid, dann ist auf der Strecke geblieben, wer ihr vielleicht seid. Kann man nachholen, habe ich ein ganzes Video zu gemacht, hier oben und hier unten auch verlinkt. Hör auf, schlechtes Verhalten deiner Eltern zu entschuldigen. Ne? Das ist auch so ein Punkt, was es einem manchmal schwer macht, wenn man da nicht klar sieht. Und es hilft tatsächlich, wenn man plötzlich auch sieht, boah, die sind echt nicht nett. Es tut weh, ja. Das ist auch ein Teil des ganzen Prozesses, dass es auch mal weh tut. Aber es wird euch auch helfen, da, wie gesagt, klarer Grenzen zu ziehen und das eben nicht mehr zu entschuldigen und dann kann man auch einen besseren emotionalen Abstand bekommen. Lege die Angst vor Liebesentzug auch ab. Verabschiede dich vielleicht auch von dem Gedanken, dass da tatsächlich noch etwas kommt und die große, große Veränderung bei deinen Eltern, dass die Anerkennung vielleicht auch kommt. Ja, es macht vielleicht mal Sinn, ein Gespräch zu führen, auch zu sagen, ey,
ich hätte mich gefreut, warum habt ihr mich da nicht mal gelobt, ja? Sie auch vielleicht auf Dinge mal aufmerksam zu machen. Aber ich sage euch auch, dass da die große Einsicht kommt. Es kann sehr gut sein, dass die eben nicht kommt. Dass im Gegenteil gesagt wird, ja, was willst du denn eigentlich? Ich erinnere mich nicht, du fantasierst ja rum, mach du das doch mal besser bei deinen Kindern, ja. So, ja, dann habt ihr vielleicht aber auch eine Antwort und ein klareres Bild. Und sich dann zu verabschieden, zu sagen, okay, das wird vielleicht nicht mehr kommen. Auch das ist schmerzhaft, aber auch das hilft. Akzeptiere, dass du vielleicht auch einen Teil der Familie verlieren wirst. Aber was ist die Familie wert, ne, wenn man dann eben sich emotional oder auch sonst ein bisschen abgrenzt, wenn alle weg sind auf einmal so schnell? Dann ist da wahrscheinlich nicht viel. Auch das ernüchternd, auf der anderen Seite auch sehr heilsam, weil dann kann man ja vielleicht woanders gucken. Eine Familie, klar, gibt es die in dem Sinne nicht ein zweites Mal. Hey, aber wenn ihr tolle Menschen im Umfeld habt, dann kann das doch viel besser sein als eine schreckliche Familie. Verabschiede dich vielleicht auch so Sachen wie Erbe. Ja, ist auch nicht unwichtig, ne? Dass du vielleicht denkst, okay, vielleicht kriege ich darüber nochmal ein bisschen Anerkennung. Ja, ist auch kein unwichtiges Thema, auch bei Narzissten, die einem ja immer alles Mögliche so versprechen irgendwie auch. Und man hat dann vielleicht auch Hoffnung, naja, vielleicht kommt das irgendwann und hält dann dafür vielleicht so ein bisschen den Kontakt in der Hoffnung, naja, vielleicht wird das dann auch irgendwie. Ja? Das heißt, ihr habt vielleicht ein Pferd, eure Eltern haben ein großes Grundstück und das Pferd steht immer noch da. Das heißt, ihr fahrt da immer noch hin, da ist immer noch so ein Bezugspunkt. Ihr habt immer noch irgendwas bei euren Eltern liegen, dass ihr immer noch hinfahrt. Da wirklich auch zu sagen, nee, das lasse ich jetzt. Ich emanzipiere mich auch da, nehme auch die Vorteile da nicht mehr mit, ja, auch finanzieller Art vielleicht, ja, aber gehe da auch meinen eigenen Weg, also sich auch wirklich aus finanziellen Abhängigkeiten da zu lösen. Mach dir keine Vorwürfe, du bist nicht schuld, dass du eben nicht diese Familie hast, die du dir wünschst und die auch in dem Moment den gesunden Egoismus, ja, den gesunden narzisstischen Anteil da auch, den ihr vielleicht auch gar nicht habt, ja, dass die Eltern das nicht akzeptieren. Ja, das ist etwas, das liegt ja nicht an euch, das liegt am Gegenüber dann auch zu sagen, ja, gesunde Eltern, ne, die würden mir das gönnen, die würden mich da auch freilassen, die würden auch mich emotional nicht immer so verpflichten und das eben auch für sich zu sehen. Rede ganz lieb mit dir in diesem Prozess und sei halt echt ein guter Freund, das sage ich euch so oft, ne? Seid euer guter Freund und da habe ich auch geschrieben, übrigens, gute Freunde werden das alles akzeptieren und dich unterstützen und narzisstische Freunde eher nicht. Das heißt, wenn du so einen Entwicklungsschritt da auch gehst, dich emotional von deinen Eltern etwas abzugrenzen, ja, und auch sonst vom Räumlichen her, dann wird es nicht so sein bei gesunden Freunden, dass die dir doch die Hölle heiß machen und sagen, was machst du denn da, sondern die werden sagen, hey, das ist doch völlig in Ordnung und ich bin da auch für dich da und werde dich da auch unterstützen. Drei Fragen. Das erste ist, hast du Probleme, Abstand zu deinen Eltern zu bekommen? Das zweite ist, welche sind das? Und das dritte ist, wie kannst du beginnen, da erste Schritte in eine andere Richtung zu gehen? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne. Schickt super gerne an jemanden, der vielleicht genau da Probleme hat und dem das vielleicht auch weiterhelfen könnte. Ansonsten können wir natürlich auch mal sprechen. Auch zu diesem schwierigen Thema können wir uns das mal gemeinsam anschauen und ich kann euch dann natürlich auch ganz praktische Tipps an die Hand geben. Schaut mal gerne auf meinem Blog vorbei, habe ich euch unten verlinkt. Und könnt ihr auch sicher online buchen oder auch telefonisch. Es gibt viele, viele Möglichkeiten bei mir. Ansonsten mein Buch habe ich euch unten auch nochmal verlinkt. Auch da, auch zu diesem Thema, wie ich finde, viele hilfreiche Tipps, viele Sachen, die ihr da vielleicht auch erkennen könnt bei euch und da auch einen guten Schritt in die richtige Richtung machen könnt. Ansonsten wünsche ich euch allen eine zauberhafte Woche und habe jetzt ein bisschen Urlaub aktuell, bin aber auch bald wieder da und freue mich total, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Macht's gut, bis dann, ciao.